Ja, jetzt haben wir schon so viel hier am Nordmeer mit dem Wattwurm geangelt, mit dem Seeringelwurm geangelt, also mit den ganzen Naturködern auf Grund. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit, die Filetfetzen zu nehmen und die einfach mal in die tiefen Löcher zu schmeißen. Und dann wollen wir natürlich auch die Brocken rausziehen, die richtig großen Fische. Also raus hier mit den Dingern. Und wir sehen mal zu, dass hier noch was Schönes rangeht. Komm ran hier. Und der nächste Lump. Naja, es könnte was anderes sein. Aber es ist auch schon ein bisschen was reingegangen. Also es waren schon ein paar ganz schöne Brocken dabei. Und ich bin jetzt gerade hier am 80 Meter Loch. Also an der 80 Meter Sandbank. Jetzt hier gerade bei kiesigem Untergrund, also Kies als Untergrund, und raus damit wieder, absinken lassen das Ganze. Bremse, ja, machen wir ein bisschen locker, so. Und dann gucken wir mal, was da jetzt als nächstes reingeht. Die Frequenz, muss ich sagen, ist bisher wirklich ganz okay. Also gar nicht so schlecht, ab und zu mal geht was rein beim Absinken lassen. Zack, so wie hier. Na, jetzt aber, zack, schnell anschlagen, manchmal, wie gesagt, halt beim Absinken, meistens aber direkt unten auf Grund. Das heißt, sobald man dann unten bei den 80 Metern angekommen ist, dauert es auch gar nicht so lang und dann hat man auch schon direkt den Biss. Also das funktioniert schon richtig gut und es wurden heute auch schon ein paar richtig gute Sachen hier gefangen am 80er auf Filetfetzen, also auf Filetfischfetzen. Und ja, ich lasse das jetzt nochmal absinken, damit man hier ausreichend Filets immer wieder bekommt. Köhlerfilet, hier die großen wollen wir haben. Und dann werden hier direkt wieder die nächsten Köhler zerhackt, damit wir hier auch schön nonstop, zack, die nächsten vier, schön Nachschub haben und hier nicht am Ende, am Limit sind irgendwann. Denn wir wollen ja hier schön einen nach dem anderen rausziehen. Und ich hack hier zwischendurch die ganzen Köhler immer wieder zu Filets und dann geht es weiter. So, also stellen wir hier wieder ein. Wir sind auf 80 Meter Tiefe. Einmal ein bisschen whoop, Spannung, damit wir hier Bewegung in Grundnähe haben. Und dann kann es losgehen. Hier einfach ein bisschen treiben, ein bisschen rumdümpeln. Und dann kommt dann auch bestimmt gleich der nächste Biss. Bisher sieht es schon... Zack, da ist er schon. Bisher sieht es halt schon ganz gut aus. Ich bin schon ganz zufrieden. Eine Trophy ist natürlich auch schon wieder reingegangen. Leider etwas, was ich schon habe. Wir gucken gleich mal in den Kescher und im Detail natürlich auch nochmal in das Setup rein. Schauen wir also mal, was da geht und was wir jetzt hier dran haben. Und dann lassen wir direkt erstmal wieder absinken und in der Zwischenzeit gucken wir mal eben ins Setup. Ja, heute viel rumprobiert. Heute im Livestream viel rumprobiert, viel getestet, auch viel mit großen Gummifischen, auch das war gar nicht so schlecht. Zack, der nächste Lump. Okay, zweimal Lump hintereinander, da machen wir doch jetzt hier einen Abflug. Ich fahre mal ein bisschen weiter. Ich habe hier unten angefangen, bin hier Stück für Stück hochgefahren und jetzt fahre ich wieder ein Stückchen weiter, so absinken lassen und ab geht es. Ja, gucken wir mal kurz rein. So sieht es bisher aus. Eine gute Stunde jetzt hier gerade unterwegs an der Stelle, beziehungsweise allgemein an dem 80er. Und ja, verschiedene kleine Rotbarsche waren schon dabei. Ja, in verschiedensten Größen. Trophy Dornhai ist natürlich sehr angenehm hier. 7,7 Kilo. Sehr, sehr schick das Ding. Das ist natürlich auch immer wieder gut. Habe ich aber leider schon gehabt. Wittlinge gehen auch einige ran. Und das ist auch richtig gut, auch vom Silber her. Also das lohnt sich richtig. Der normale Wittling, immer wieder hier schön großes Köhlerfilet, ballert da schön mit rein. Also das ist doch mal eine gute Umsetzung oder Umwandlung vom Köhler in Silber. Da lohnt es sich richtig. Übrigens, Wittling hatte ich heute mitbekommen oder festgestellt beim Angeln hier am 115er, wenn du das mal testen willst. Und zwar so ungefähr hier,
ja, ein bisschen unterhalb, ne, so unter der 15 sozusagen vom 115er. Hier in der Area waren sehr viele Wittlinge. Da vielleicht einfach mal ein bisschen testen auf verschiedenste kleine Pilker und Beifänger, wenn du Bock hast auf Wittling und Co. Denn die lohnen sich ja auch immer einfach vom Silber her. Ne? So, jetzt nochmal eben auf Spannung gesetzt das Ganze hier. Perfekt. Wir haben das gesamte Setup jetzt hier in der Schwebe. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal eben rein ins Setup. So sieht es aus hier. Also mit der großen, dicken, fetten, schweren Meeresangel, so ganz schwer muss man, glaube ich, gar nicht reingehen. Bisher war nichts dabei, was übermäßig schwer war, was irgendwie nicht zu handeln war. Von daher kann man da auch deutlich entspannter reingehen. Ja, nichtsdestotrotz, damit es einfach schneller absinkt, habe ich hier natürlich jetzt das große Setup mit 1 Kilo an Blei. Insgesamt habe ich hier zweimal einen 8er-Haken, einmal einen 6er-Haken, also 8-0er-Haken, 6-0er-Haken und auf allen hier das große Köhlerfilet. Und ja, ich muss mal gucken, das muss ich jetzt vielleicht mal ein bisschen im Blick behalten, das habe ich jetzt gar noch nicht wirklich verfolgt, wo drauf was beißt. Also dadurch, dass wir ja jetzt hier überall das Köhlerfilet haben, müsste ich jetzt theoretisch gucken, wie sind die Verschleißwerte hier bei diesen Red Sticks, bei den Fire Sticks, um rauszukriegen, wo drauf oder was ist der interessanteste Köder, was ist die interessanteste Farbe. Das müsste ich dann halt jetzt nochmal ein bisschen testen. So, wo sind wir hier? 80 Meter Tiefe, ja, das passt doch. Dann bleiben wir mal hier weiter. Ja, im Großen und Ganzen ausprobieren, klar, welche Farben dann natürlich mit den Lockmitteln am besten funktionieren. Oder natürlich auch nochmal, wenn man hier vielleicht ein bisschen kleiner reingeht, mit anderen Filets reingehen. Man kann ja auch deutlich kleiner hier mit den kleineren Filets oder mit den deutlich größeren Filets reingehen. Absolut möglich. Und dann gucken, was hier noch reingeht. Hechte wurden hier auch schon gefangen, Seehecht. Und kleiner Rotbarsch hieß es vorhin nochmal im Chat. Also, das wäre natürlich auch nochmal richtig nice. Da hätte ich auch wirklich Bock drauf. Also, wenn da was geht, werde ich es auf jeden Fall nochmal hier weiter probieren und testen und hoffen, dass da was passiert. Ich denke, das Ganze wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Also, ich werde jetzt hier die gesamte Area hier nochmal ein bisschen abfischen und dann auch hier oben den Bereich vielleicht in die Richtung nochmal wieder zurückgehen. Und gucken, was da noch weiter reingeht. Ja, was heute sonst auch richtig gut war, waren wie gesagt die Gummifische. Und zwar hier die gesamte Serie 250. Das auf jeden Fall auch mal testen, auch an diesem 130er. Hoppala, da ist Biss. Auch an dem 130er testen. Das 130er Loch, also die Stelle, wo keine Zahl dran steht. Ich zeige das gleich nochmal auf der Map. Unter der 75er Sandbank, da dann heute auch den großen oder den Riesenhai gefangen in über 50 Kilo. Ging relativ leicht raus, ist ja auch noch ein Baby, der Riesenhai in nur 50 Kilo. Aber immerhin gefangen, auf 60 Meter Tiefe ist er reingeschossen. So, und der nächste Seewolf, sehr gut. Genau, jetzt gucken wir mal schnell. Also hier in der Area, da das ganz gut funktioniert, mit den 250er Fisk V1 und dann die ganzen, die so im rötlichen Bereich sind. Oder hier orange, gelb-rot, orange, hier auch wieder. Also die ganzen, die haben ganz gut funktioniert. Einfach mal komplett einen Setup mit, oder mit einem dicken Pilker das Ganze versehen und dann rauswerfen. Klappt richtig gut. Kann man, glaube ich, ganz gut zurzeit auch die Fische mitfangen, auch die seltenen mitfangen. Auch der normale Leng ist damit reingegangen. Also das kann man noch gerne mal ein bisschen testen, wenn man da noch ein bisschen was Seltenes sucht. Ja, aber das ist es im Großen und Ganzen auch schon. Also, ich teste jetzt hier noch weiter am 75er. Viel kann man jetzt hier gerade nicht, auch gar nicht machen und zeigen. Ausprobieren ist halt das A und O. Ich teste jetzt gleich auch nochmal, wie gesagt, die größeren Filetstücke. Mache dann hier weiter immer schön meine Köhler, wenn ich kann.
Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Ich werde das gleich nochmal einblenden, wie viel das Ganze denn jetzt hier so an Silber gebracht hat, ob sich das so einigermaßen gelohnt hat. Wie gesagt, von der Frequenz her bin ich ganz zufrieden, lübt das ganz gut. Und wenn das so weitergeht, ja, dann kann man das auch noch ein paar Mal machen. Hauptsache, und das ist ja für mich das A und O, ich fange etwas, was ich noch nicht gefangen habe, im Idealfall als Trophy. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Zurzeit ja jeden Tag ab 19 Uhr live auf Twitch. Und wenn dann die nächsten paar Trophys reingerasselt sind, ich hoffe, das wird jetzt eher in der spätestens nächsten Woche ja so ein bisschen noch reingerasselt haben, dass ich die nächsten noch nicht gefangenen Trophys hier am Nordmeer endlich mal abhaken kann. Dann wieder im Wechsel, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri, bis zum nächsten Mal.